Boah. Ja, stoppen muss ich. Ich glaube, das war's halt, gell? Nee. Kamerafreunde da unten steht auch nicht. Das war's halt, gell? Film ohne Musik funktioniert nicht. Erst mit dem richtigen Ton entsteht Magie. Ja, wir haben uns ja erstmal hingesetzt und haben Musik gemacht. Also darum, worum es ging. Ja? Und dann haben wir gesehen, ja, das hat super gut funktioniert und dann haben wir gesagt, ja, machen wir das halt. Das war ja alles live und spontan eingespielt. Ja? Also wir hatten ja kein Konzept. Wir haben uns auf eine Tonart geeinigt und da haben wir dann 20 Minuten drauf lang gespielt. Und so wie es kam. Ja, wir konnten uns da, glaube ich, gar nicht so richtig drunter vorstellen, wo uns das erst jemand erzählt hat. Aber hat auf jeden Fall hat sich schon mal interessant angehört. Ich war auf jeden Fall positiv gestimmt, weil es einfach nach einem sehr besonderen Projekt klang. Klar, total. Also wir sind total stolz drauf. Es hat einfach jetzt super geklappt. Der Film erzeugt Gänsehaut und ist in jedem Moment magisch. Ja, super. Sehr, sehr gelungen, sehr gut umgesetzt. Das ist einfach Krach, das hat Eier, ja? Und das ist die Essenz der Musik, ja? Also Prog-Rock kann man vielleicht dazu sagen, ein bisschen Post-Rock-Elemente hat es. Und da geht es einfach nur um dieses Gefühl, ja? Und dieses Gefühl, was man dabei hat, wenn man was spielt oder auch hört, ja? Also das muss sich einfach mitnehmen in andere Sphären. Also die Vertonung gibt es ja schon vom Orchester, ja? Die haben wir uns auch mal einmal angehört oder so. Aber dann haben wir gesagt, wir machen unser eigenes Ding. Und wir haben dann auch gar nicht mehr an diese Version von dem Orchester gedacht. Und es kam dann auch einfach so. Wie gesagt, ja, wir haben uns dann durch nichts einschränken lassen. Wir haben da einfach das unser Ding gemacht, so wie es halt kam. Ja. Ich habe den Anspruch, alles gut zu machen. Ja. Und deshalb war es für mich schon von Anfang an klar, dass ich da mein Bestes gebe und das nicht einfach als Schulprojekt abstempel. Ja? Und so ging das auch bei allen anderen. Die Sache ist ja, dass wir eigentlich alle Freigeister sind. Ja? Also wir, vor allem der Kev, der macht eher, was er will, aber ein richtig guter Typ. Ja? Also der macht es richtig. Ja? Und ich habe halt geschaut, dass das irgendwie dazu passt. Ja, also das Schlagzeug ist ja immer so dieses Rhythmusinstrument, was bestimmt, ob es nach vorne geht oder ob wir jetzt uns ein bisschen zurückhalten und so. Und da habe ich immer aufs Bild geschaut, ob es jetzt passt, wenn man jetzt loslegt oder nicht. Und das habe ich dann so für mich entschieden und dadurch auch für die anderen, dass wir irgendwie schon parallel zum Film spielen. Besonders an Metropolis ist, dass es ein Stummfilm ist. Gefühle und Handlungen können ausschließlich über das Bild vermittelt werden. Das war schon immer ein besonderer Anspruch an die Schauspieler, denn sie müssen viel Ausdrucksstärke spielen, fast schon theatralisch. Heute kommt uns das beim Betrachten eines solchen Films übertrieben vor. Also als wir das erste Mal zusammengespielt haben, ja, da habe ich mich so gefühlt, als wären wir hier. Wäre mein ganzes Leben irgendwie bis jetzt so ein Käfig gewesen, wo ich dann ausgebrochen bin. Ja, also das war echt so eine richtige Befreiung. Das war so ein richtiges Glücksgefühl, was ich dabei hatte. Ja, und ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört noch. Also ich höre es raus. Ich schreie auch so richtig während den Aufnahmen. Und ich weiß nicht, ich habe das einfach so impulsiv gemacht, weil das einfach so ein richtig geiles Gefühl ist, so irgendwie zu dem Film diese Musik zu hören und zu spielen. Das ist für mich richtig ein großes Kino. Metropolis wurde mit den damals fortschrittlichsten Techniken gedreht. Durch Mehrfachbelichtungen, übereinander kopierte Negative und Stop-Motion-Technik bekam der Film einen revolutionären Look.
Mit Produktionskosten von ca. 5 Millionen Reichsmark war Metropolis in seiner Zeit der teuerste Film der deutschen Filmgeschichte. Die UFA geriet hauptsächlich durch diesen Film in starke finanzielle Schwierigkeiten. Als der Film 1927 in den Kinos erschien, war das Publikum nicht begeistert. Es wurde vermutet, dass die enorme Länge des Films dafür verantwortlich war. Der Film wurde noch im selben Jahr von 153 Minuten auf 120 Minuten gekürzt. Wieder ohne Erfolg. Leider wurde das weggeschnittene Material vernichtet. Alle Versuche, die seit 1961 unternommen worden sind, die Originallänge wiederherzustellen, sind gescheitert. Erst als man 2008 in Buenos Aires eine Kopie des gesamten Films fand, konnte man weitere 25 Minuten retten. Jetzt fehlten nur noch 8 Minuten. Ja, die Idee mit dem Vorhang, ja, die hatte der Thorsten Kühn, der kam zu uns, hat uns das vorgeschlagen. Und die Intention dabei war halt irgendwie, die Band mit den Filmschnitten irgendwie zu fusionieren, ja, dass das eine Einheit gibt, ja, dass das nicht so ist wie bei den herkömmlichen Musikvideos, dass man dann einen Take von Film hat und dann wieder einen Bandshot und so weiter, sondern das irgendwie miteinander zu verbinden. Ja, wir konnten uns da, glaube ich, gar nicht so richtig drunter vorstellen, wo uns das erst jemand erzählt hat. Beziehungsweise, ja, ein Stummfilm vertonen ist ja normal, dass bei irgendeinem Orchester oder Musik zu einem Stummfilm gemacht wird. Aber halt in der Musikrichtung konnten wir uns das erstmal nicht so vorstellen. Aber hat auf jeden Fall hat sich schon mal interessant angehört. Und am Tag der offenen Tür hat die Band ja hier das nochmal gespielt und auch dazu improvisiert zu dem Film. Und das haben wir halt dokumentiert mit einer Kamera frontal und dann auch noch mit ein paar Leuten, die halt so durch die Musiker gegangen sind und Close-Ups und so gedreht haben. Es war ein bisschen ein Durcheinander, was die ganzen Kameraleute hinten anging, also auf der Bühne, die da zwischen den Musikern gelaufen sind. Und es war halt so, dass ab und zu, wenn ein Musiker gespielt hat, irgendein Solo, dann war da gerade keine Kamera drauf. Und dementsprechend haben wir uns dann gesagt, gut, dass wir das dann, wenn wir das dann nochmal machen, so machen, dass eine Person mit Kamera pro Künstler zugeteilt wird und die anderen halt nochmal das drumherum filmen. Also es wurde auf jeden Fall mal fest zugeteilt, wer was filmt, dass wir halt da nichts mehr verpassen, wenn die gerade richtig abgehen oder ein Solo spielen. Halt. Ja, am Tag der offenen Tür war das ja das erste Mal, dass wir das dem Publikum vorgespielt haben. Also, dass wir auch irgendwie Rückmeldungen bekommen hat, wie das auf andere Leute wirkt. Und da haben wir ziemlich viele positive Rückmeldungen bekommen. Und das hat uns natürlich auch gefallen, ja. Aber für uns war das einfach richtig gut. Vor allem so mit den Leinwänden vor uns, dass man uns nur durch die Lücken sieht und so. Das war auch richtig cool, das zum ersten Mal wirklich so zu sehen, wie es dann halt auch ist, ja. Für die Musiker standen der Vampirfilm Nosferatu und der weltweit erste Science-Fiction-Film Metropolis zur Auswahl. Die immer noch aktuelle Story und der genretypische Look von Metropolis waren maßgeblich für die Entscheidung, diesen Film auszuwählen. Außerdem erschien gerade in der Entscheidungsphase die restaurierte Fassung bundesweit in den Kinos. Metropolis ist trotz des ersten Eindrucks kein Zukunftsmärchen. Der Film spielt in der Gegenwart und zeigt sozialkritisch die Spaltung der damaligen Bevölkerung. Die Projektion der Schlüsselszenen zeigt deutlich den Kontrast zwischen Arbeiterschicht und Elite. Es entsteht ein Sozialdrama, in dem technologischer Fortschritt und Wahnsinn spannend gemischt werden. Es war ja im Gespräch, dass wir da auch nochmal ins Bauerstudio gehen und dann hat man das ja in seinem Kopf selber weitergesponnen und so. Und das kam dann irgendwie immer mehr, dass das halt auch Potenzial hat, auch wirklich richtig gescheit aufgenommen zu werden. Sehr wichtig. Also Studioproduktion, das war eigentlich schon lange unser Ziel, so ein professionelles Umfeld zu erleben, also jenseits von einer Schulatmosphäre, also wirklich ein professionelles Studiopraktikum zu machen. Also wir hatten quasi eine Generalprobe. Es gab einen Kulturabend in Stuttgart, in so einer Halle halt. Und da an diesem Abend ist aber wirklich komplett alles schief gegangen.
Also die Lichttechnik hat nicht funktioniert, die Tontechnik hat nicht funktioniert. Unsere Vorhänge sind von der Decke gefallen, die Leute haben uns am Ende nicht mehr zugehört. Ja, den Kulturabend habe ich als sehr chaotisch in Erinnerung. Da hat nicht alles so geklappt, wie man es sich wünscht. Also das ist echt krass gewesen. Also sowas habe ich noch nie erlebt, wie krass man fehlen kann einfach. Und als wir dann am nächsten Tag unsere Teambesprechung da hatten, da war die Stimmung schon echt richtig, richtig unten, weit unten, weil wir alle irgendwie so die Zweifel hatten, kriegen wir das Projekt überhaupt noch so auf die Reihe, wie wir es uns vorstellen? Ja, keine Ahnung. So, wenn ich jetzt zurückschaue, will ich lieber den Abend vergessen. Sag mal so. Also. Aber dann haben wir uns gedacht, komm, wir packen es jetzt einfach an und ziehen das einfach durch und setzen es um, wie wir uns das vorgestellt haben. Uns war klar, dass es eine große Produktion wird. Die Räumlichkeit gibt viel her. Die Aufnahmequalität, die da möglich ist. Es sollte natürlich auch einen Druck möglichst auch im Kamera-Equipment, auch im filmischen Bereich dagegen zu halten. Das war als große Produktion angekündigt und geplant und ist ja auch tatsächlich so geschehen. Es war ja auch am Tag der Studioproduktion so. Ich kam dorthin, kurz vor der ersten Aufnahme, und dann kommen sie schon dahin und wissen in dem Moment, das ist ein besonderer Moment, ja, dieser Moment, in dem alles im Fluss ist, ja, und sie spüren, dass jeder Teil dieses Flusses ist, und man nennt das so diesen Flow, ja, das haben sie gespürt, diese konzentrierte Atmosphäre. Die Produktion wurde noch aufgebaut, die Musiker waren wirklich ganz laid back, die saßen am Rand, ja. Aber sie spürten, dass alle auf ein Ziel hin sind, also wie ein Strom, wie ein Fluss. Und da habe ich zum ersten Mal gewusst, das wird sich dieses Projekt, egal wer da an diesem Projekt noch mitwirken wird, auch in der Nachproduktion, ja, diesen magischen Moment, diesen Fluss wird jeder spüren. Ja. Und da wusste ich, das wird am Ende zum guten Ziel kommen. Ich fand es ungeheuer spannend. Und wir haben ja dann einfach, ich muss mir das auch mal erklären lassen, weil normalerweise machen wir ja nur Tonaufnahmen. Also das war mal was ganz Besonderes, was wir so hier noch gar nie hatten. Und das fand ich durchaus positiv. Ich war auf jeden Fall positiv gestimmt, als wir die erste Vorbesprechung hatten. Da war ich dann schon gleich sehr gespannt, weil es einfach nach einem sehr besonderen Projekt klang. Aber nachdem wir dann auch noch die Location besichtigt haben und ich dann einfach auch ein bisschen mehr Info gekriegt habe von den Ideen, die dahinter stecken, fand ich das irgendwie ganz toll und spannend. Also wir haben halt die ganzen Sachen, die wir jetzt am Tag der offenen Tür gelernt haben, die wir verbessern müssen, haben wir uns natürlich auch notiert und hatten eben diesmal ein richtiges Konzept, wie wir das machen. Wir hatten davor, also wie wir das Ganze aufbauen im Tonstudio Bauer, haben wir uns auch mal richtig überlegt und auch ein bisschen eine 3D-Animation am Computer erstellt. Und wo wir dann eben da waren, haben wir dann gemerkt, ja, okay, es läuft, es geht. Also ich hatte schon viele Konzerte, war auch ein paar Mal im Studio und so, aber das war jetzt das erste Mal, dass es so richtig professionell ist. Ja, also es haben ja schon richtige Größen im Bauerstudio aufgenommen und deshalb hatte ich da schon ein bisschen Respekt vor. Und also im Voraus dachte ich, Alter, jetzt muss ich alles geben, also die Tage vor dem Dreh und so am Tag muss ich übel professionell sein und da muss ich das Beste geben, was ich jeweils gegeben habe, weil so eine Chance kommt nie wieder. Und dann kam der Hendrik mit dem Kev mit dem Kasten Bier an und dann ging's halt los. Ja. Dann haben wir 2, 3, 4, 5 Bierchen getrunken und dann haben wir einen Dreh gemacht und der war richtig gut und da war ich auch entspannt und konnte auch meinen musikalischen Freigeist geben. Und deshalb war es wahrscheinlich so besser, als wenn ich mir den Druck
beibehalten wird. Dreimal haben wir einen Durchlauf gemacht. Der erste Durchlauf ist jetzt letzten Endes auch der, den wir dann zum Schnitt genommen haben, weil es einfach der beste war. Wir haben gemerkt, okay, wir haben 12 Kameras im Tonstudio und es war am Ende echt, also es würde für uns vermutlich sehr viel Schnittmaterial sein. Als erstes haben wir eben die ganzen Dateien gesichtet, was jetzt verwendbar ist, was jetzt eben nicht geklappt hat, also was wir rausschmeißen müssen. Ja, wie gesagt, es waren 200 GB Material, das heißt, es hat einfach ewig gebraucht, das komplette zu sichten. Dann ist natürlich an einen Schnitt gegangen. Wir hatten ja wenigstens schon ein bisschen ein Konzept, wie wir schneiden sollen. Wie wir uns das auch zum Beispiel mit der Farbe überlegt haben. Das heißt, wir mussten Farbnachkorrektur machen. Wir sind vorher noch nie mit so einer Riesenmenge an Dateien oder Materialien konfrontiert worden. Das war für uns eine komplett neue Situation, mit so viel Material auf einmal umzugehen. Kriegen wir das anständig geschnitten? Vermittelt dies die Stimmung, wie wir es uns erhofft haben? Kriegen wir das alles so auf die Reihe, wie wir uns das in unserem Konzept vorgestellt haben? Und das war auf jeden Fall schon schwierig für uns, einfach uns da zurechtzufinden. Dann hatten wir irgendwann unseren Rohschnitt. Dann ist halt der Rohschnitt auch nochmal überarbeitet worden und das Überarbeitete nochmal überarbeitet. Also das ist halt ewiges Rumgeschneide, bis es dann nachher eigentlich perfekt ist und jeder damit glücklich ist. Die Arbeit hat sich schon definitiv gelohnt. Sehr, sehr gelungen, sehr gut umgesetzt. Sehr souverän. Ja, super. Mir war klar, jeder, der damit in Berührung kommt, auch jetzt die im ersten Jahr vielleicht dann neu an dieser Produktion gearbeitet hat, diese magischen Momente spürt jeder. Und der will das auch, jeder möchte auch das zu diesem Abschluss bringen. Es taugt schon was, ja. Also mir gefällt es sehr gut. Einfach beeindruckend. Nee, also nicht mal übererfüllt meine Erwartungen, sondern die Erwartungen sind in dem Moment eigentlich jetzt auch erfüllt worden. Also von der Skala von 1 bis 10, 12. Das macht mich stolz.